Heute, vor 75 Jahren, starben in den Nachtstunden im Bendlerblock 5 deutsche Offiziere, die versucht hatten, gemeinsam mit anderen Deutschland von Hitler und der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus zu befreien. Der 20. Juli bewegt uns auch nach 75 Jahren. Das zeigt die große Anzahl der Anwesenden, darunter mehr als 700 Angehörige aus 4 Generationen. Wir möchten an den gesamten Widerstand erinnern, also auch an Georg Elser und die Geschwister Scholl, den Kreisauer Kreis, die Rote Kapelle, das kommunistische Netzwerk um Anton Sefko, den Widerstand aus der Arbeiterbewegung genauso wie den bürgerlichen, den christlichen und den militärischen Widerstand. An dieser Stelle möchte auch ich ausdrücklich die starken Frauen des 20. Juli würdigen. Viele teilten die Motive ihrer Männer, sie unterstützten sie und sie mussten unter schwierigsten Bedingungen ihre Familien beschützen. Die Männer und Frauen des Widerstands sind ihrem Gewissen gefolgt. Sie stehen für alle Menschen, die für Menschlichkeit, Recht und Freiheit kämpfen. Das Andenken der Männer und Frauen des Widerstands in Ehren zu halten, bedeutet also weit mehr als historisches Wissen zu vermitteln. Auch heute überziehen unverantwortliche Machthaber unsere Welt mit Krieg, Gewalt und Terror gegen Menschen und Völker. Umso lebendiger bleibt daher die Mahnung unserer Toten, Gewalt und Unrecht zeitig zu widerstehen. Nach dem Totengedenken folgte eine Kranzniederlegung durch höchste Repräsentanten der Bundesrepublik. An dem Ort, an dem die führenden Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 erschossen wurden.